Es gibt Orte, die sind etwas ganz Besonderes. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer schneller, größer und besser sein soll. Orte der Ruhe, der Stille und der Einkehr. Schloss Bernsdorf ist solch ein Ort. Die Zeit spielt hier eine wichtige Rolle. Den Gästen ist es wichtig, morgens die Vögel mit freudigem Gezwitscher den Tag begrüßen zu hören oder zu sehen, wie die ersten Sonnenstrahlen die Natur zu neuem Leben erwecken. Wie es nach dem Grün der Bäume und Blüten riecht. Dann spüren die Bewohner, wie würdevoll das Leben und unsere Natur sind. Und wie wichtig es ist, etwas davon zurückzugeben, auch oder vor allen Dingen, wenn nicht mehr viel Zeit bleibt. Schloss Bernsdorf ist ein Hospiz. Die Aufgabe besteht darin, schwerstkranken Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen werden, ihre verbleibende Zeit noch so schön und so lebenswert wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch der tägliche Einkauf. Ja, wir fahren heute nach Grevismühlen. Es ist Einkaufen dran, zur Post müssen wir und so weiter und versuchen natürlich Mittag wieder hier zu sein. Auf jeden Fall ist es so, dass das Team hier ganz besonders sensibel und feinfühlig mit uns umgeht. Alle Mann, also es gibt hier ja auch ein extra Betreuungsteam. Wir machen Ausflüge, wenn es möglich ist. Und es gibt noch ein ehrenamtliches Betreuungsteam. Die kümmern sich alle ganz rührig am Wochenende beziehungsweise auch in der Woche, wenn Zeit ist, ne? So seltsam es zunächst auch klingen mag, für die Gäste ist das Hospiz Bernsdorf ein Haus des Lebens. Und zum Leben gehört Freude und Lachen. Das Besondere ist hier, dass sie jeden Tag selber kochen. Auch für einen nach die Krankheit nach. Also wenn man jetzt irgendwas nicht essen kann oder so, dann gibt es was anderes. Wird extra gekocht und das noch. Das ist sehr schön. Und selbstverständlich gibt es auch noch Wünsche. Wir wollten als Wunsch hier Reise haben, können wir ja auch äußern und das nochmal zum Konzert fahren. Ich wollte nochmal zum Konzert nach Roland Kaiser. Ein Aufenthalt im Schlosshospiz kostet die Gäste nichts. Die grundlegende Pflege wird durch die Kassen übernommen. Die Wohnräume sind an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst und bieten ausreichend Platz. Diese auch persönlich und ganz individuell zu gestalten. Doch obwohl Ausflüge, Therapien und vieles mehr eine wahre Bereicherung für die Gäste sind, werden die Kosten hierfür von den Kassen nicht mehr übernommen. Damit die Stiftung Gutes für ihre Gäste tun kann, und Schloss Bernsdorf hat einen reichlich gefüllten Jahresplan, ist das Team auf Mithilfe angewiesen. Unter diesem Motto unterstützen die Stadtwerke Wismar jährlich mit ihrer Aktion der Förderherzen Wir fördern, Sie entscheiden spannende Projekte in Wismar und Umgebung. 2023 ist das Schloss Bernsdorf in der Förderung mit dabei. Förderherzen ist ein Projekt von den Stadtwerken Wismar und da können wir einmal im Jahr ein Projekt einreichen, was für unsere Hospizgäste halt von Vorteil sein kann. In diesem Jahr haben wir die Hospizpatenschaft gewählt. Das heißt, das Geld ist unabhängig letztendlich. Es kann für Ausflüge genutzt werden, für die Wunschküche, für Schlossgarten, für Feiern, Geburtstage, Hochzeitstage. Also man ist nicht so zweckgebunden tatsächlich dieses Jahr. Deshalb haben wir uns für Hospizpatenschaft entschieden. Gutes tun über Generationen hinweg, das hat sich das Team der Schloss Bernsdorf Stiftung auf die Fahnen geschrieben. Der Lebenszeit Freude geben und mag sie noch so kurz und verschwindend erscheinen. Denn wie sagte Sir Peter Ustinov einst so treffend, was der Sinn des Lebens ist, weiß keiner genau. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.